Willkommen zu FNs24 Audi-Karriere. Wir sind heute bereits in Imola angekommen und was soll ich euch sagen, die Vorfreude ist ziemlich groß. Ich weiß natürlich, dass der Audi eine regelrechte Pace-Maschine ist. Natürlich weiß ich nicht genau, ob wir hier gut sein können, aber es muss natürlich mal wieder ein bisschen ein Erfolgserlebnis her, denn das gestrige Rennen war jetzt nicht gerade das sehr perfekte. 5,7 Kilometer, 11 Kurven, guck gerne oben rechts in der Playlist vorbei, dass ihr nichts mehr verpasst, und lediglich zwei DRS-Zonen machen diese Strecke hier natürlich dennoch zum wahren Temple of Speed. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne Daumen nach oben da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok vorbei, während wir hier uns jetzt mal in die Qualifying-Runde reinarbeiten. Ich habe meinen letzten Run hier genommen, denn glücklicherweise konnte ich mich hier verbessern und jetzt geht's hier rein. Der erste Run hat mich gerade mal so auf P21 gebracht, was natürlich eher mau ist. Jetzt aber mal Full Speed hier, erste Kurve, nur nicht zu spät den Anker werfen, denn da hast du wirklich eine ganz, ganz lange Bremszone. TSC-Mittel, Selbstschalten, Selbstbremsen und natürlich die KIF 97. Hier rechts ein bisschen ins Gas gekommen, das war jetzt nicht gerade perfekt, aber dennoch schon 3/10 hier gefunden. Das ist wirklich verdammt wichtig und ich denke natürlich auch Track Evolution ist ein großes Thema. Das sind 3/10 und wir sind schon mal 2 schneller als Logan Sargeant. Hier innen den Curb Hardcore geschnitten, aber keine Track Limits. Jetzt geht's hier rein in die erste Lesmo. Zack, hier Full Speed, hier direkt wieder aufs Gas gehen. Weit auf den Körper rausgekommen. Die zweite Lesmo ist umso wichtiger und hier, der Exit war jetzt nicht gerade sauber. Jetzt geht's hier Richtung Ascari, die zweite DRS-Zone. Wir dürfen also den Eckflügel aktivieren, bisschen DRS verbrennen auf der Geraden und in Ascari rein. Nur nicht zu früh oder zu spät einlenken. Hier rechts den Körper minimal leicht küssen und wir gehen hier auf über 7/10, Leute. Ich habe so eine große Hoffnung, Passion, dass wir da ein bisschen was schaffen. Eventuell gibt es auch einen leichten Tow von dem, Racing Bull, glaube ich, war da vor mir aus der Parabolika raus. Hier nur nicht das alles hier wegwerfen. Und das war eine gute Runde, Leute. Wir sind unter 1,21. Alter, den Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von der Pole. Und Oscar Piastri macht die erste Reihe komplett. Im Rest der Startaufstellung haben wir Russell, Stroll, Fernando Alonso, Norris, Hamilton, Perez, Sainz, Albon, Leclerc, Gasly, Ocon, der Professor, Tsunoda, Sargeant, Joe, Magnussen, Ricardo, Bottas, Hülkenberg und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Gleich werden die 5 roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Aber Charme, der ist halt wirklich abgeschlagen. 1,5 Sekunden langsam als der Vorletzte. Das tut dann schon ordentlich weh, auch das kostet dann schon enorm viel Zeit. Wir sind hier im Starting Grid und ja, Guan Yu Zhou hier mal im Überblick, aber natürlich wird das auch eine ganz wichtige Sache werden, was heute im Rennen passieren wird. Was wird denn das jetzt? Die haben wir nun unser Auto, Leute. Jetzt heißt es natürlich mal eine gute Strategie finden, aber vor allem auch natürlich eine Strategie zu finden, in der wir vielleicht nicht unbedingt ähnlich wie im gestrigen Rennen viele Reifenprobleme bekommen. Wir sind also hier im Starting Grid, es sind 19 Runden zu fahren, also eine verhältnismäßig echt lange Distanz. Und ja, P14, alle entscheiden sich für den gelben Reifen, dann muss ich auch mit gelb mitziehen. Wobei es für mich ehrlich gesagt eine eher falsche Reifenwahl war, weil gelb-weiß, aber mal gucken. Lights out und ich würde sagen, let's go Leute, Italien Monster, das vermutlich prestigeträchtigste Rennen nach der ersten Saisonhälfte. Wir gehen hier also rein Richtung Turn 1, Leute. Spät bremsen, aber natürlich nicht zu spät und vor allem auch keinen Crash einbauen. Ich wollte ein bisschen neben Albon gehen, aber das geht nicht. Da gibt es die erste gelbe Flagge, ja. Zu viert in eine ganz, ganz enge Kurve. Das ist natürlich immer eine Schwachstelle hier im Königlichen Park. Das Ding ist halt natürlich, das wird sich vermutlich alles ein bisschen ändern, denn man hat gerade die erste Kurve und auch die Ascari etwas entschärft. Hier gehen wir dann rein und Halleluja, da raucht alles. Da kann ich Carlos Sainz den Switchback drücken, aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich war da auch natürlich durch diesen Double Move, weil ich nicht genau wusste, dass die da beide hintereinander fahren, war das tatsächlich auch ein bisschen umstritten hier, dass der Switchback halt ganz so fair war, weil Sainz hat halt so ein bisschen ausgewichen. Aber man muss auch sagen, Sainz hatte genug Platz. Also das ist jetzt nicht, dass ich da unfair war, sondern es war einfach nur
eine blöde Zusammentreffen, würde ich mal sagen. Wir gehen hier mal im Starting Grid und gucken uns mal die Start-Replan. Und da sehen wir auf jeden Fall, dass Max Verstappen hier gut vor Black weggekommen ist, aber auch Fernando Alonso da wirklich eine ganz, ganz bärenstarke, saubere Runde hier hinbringt. Und wir gehen da ganz, ganz eng rein. Aber man muss auch sagen, keine Kollision irgendwie verursacht. Wir waren da nicht schuld. Und da musst du halt auch wirklich musst du halt wirklich auch mal dich selbst loben, wenn du da fair bleibst. Hier dann rein in die andere Kurve. Und da haben wir dann, schade, zu früh abgeschnitten. Nicht, ja. Lina im ersten Sektor, natürlich klar, jeder verbessert sich jetzt mal minimal. Und Fernando Alonso war es dann doch nicht ganz. Das dürfte dann Lance Stroll davon gewesen sein? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir im besten Willen nicht vorstellen. Vielleicht wurde jetzt Alonso dann doch ein bisschen zurückgereicht hier, weil dass das hier tatsächlich der gleiche Mann war, das nein, schau, guckt euch das mal an. Also Max Verstappen fährt da vorne wirklich einsam davon. Ich habe Sainz hinter mir, ich habe Leclerc vor mir und natürlich jetzt mal in erster Linie Fernando Alonso. Den möchte ich natürlich ein bisschen länger hier vor mir haben, denn das DRS wäre natürlich toll, wenn ich mir das gönnen könnte, dürfte, wenn ich da ein bisschen länger davon naschen dürfte, jetzt mal auf Deutsch gesagt. Jetzt aus der letzten Kurve hier raus ziehen wir uns langsam dran. Max Verstappen holt die schnellste Rennrunde. Aber wir waren nicht allzu weit davon entfernt. Also tatsächlich ist das dann hier nicht mal so eine schwere Sache, die schnellste Rennrunde zu fahren. Und wir halten hier ganz, ganz spät rein, weil Fernando Alonso einfach viel zu früh bremst und übernehmen hier den 8. Platz, Leute. Es ist eine ganz, ganz schwere Sache. Wir sehen auch einen Albon da hinten, der ist schon über 2 Sekunden weg und das in der 3. Runde. Also das ist wirklich enorm, wie schnell die Pace da vorne ist. Oder gerade auch, ich konnte so schnell nicht reagieren. Können wir das ein bisschen zu unserem Vorteil hier nutzen? Wir setzen uns neben Charles Leclerc hier mitten in der 3. Runde und nebeneinander geht es hier in die erste Lesmo rein und wir übernehmen auch hier den 7. Platz. Unser Auto ist wirklich verdammt schnell dank DRS und EAS-Hilfe. Ist das wirklich wie ein Durchrushen hier? Aber natürlich müssen wir uns auch in Acht nehmen, denn es kann ganz schnell der tiefe Fall kommen. Da geht es erneut drunter und drüber hier zwischen Perez, zwischen Lando Norris und ich glaube einem zweiten Mercedes, kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher, aber das schaut auf jeden Fall so ähnlich aus. Da geht es jetzt zu dritt in die Ascara, in die Paraboliker rein und dahinter mir macht Leclerc ordentlich Druck. Der weiß natürlich, der ist beflügelt von den Tifusi hier. Der will unbedingt hier an uns dran, aber vor allem natürlich auch an uns vorbei. Jetzt wird's eng, der zieht hier mal an der linken Seite vorbei. Ich gönne mir jetzt ein bisschen ERS, ja, das DRS. Wir können aber mit unserem Grundspeed hier tatsächlich in die erste Kurve rein. Noch einmal gehen, später bremsen als Charles Leclerc und erwischen doch noch die Kurve. Verdammt gut. Jetzt haben wir direkt vor uns Lando, Norris und Sergio Perez. Beide hier im engen 1-1-Fight. Vielleicht kann ich mich hier wirklich auch wieder so ein bisschen durchmogeln, so ein bisschen den lachenden Dritten machen. Jetzt hier nur besser positionieren und Perez hat hier einen kleinen Schnitzer drin. Da kann ich aber leider keinen, sagen wir mal, Vorteil davon ziehen. Das ist natürlich blöd. Aber wir setzen uns da weiter dahinter hin, bekommen dann dank Perez DRS-Hilfe und gehen hier jetzt erneut in die 5. Runde. Norris Perez in die 2. Runde. Da hinten ist es gelb. 1 sauber, scheidet aus. Bitte kein Safety Car, obwohl, vielleicht Boxenstopp. Nein, noch kein Safety Car, bitte. Ich glaube, Perez hat sich jetzt mal vorerst durchgesetzt. Vielleicht können wir den, sagen wir mal, abgefuckten Norris hier so ein bisschen unter Druck setzen, um dann doch was zu machen, denn ich werde auch unter Druck gesetzt von beiden Ferraris, die mittlerweile wirklich im halben Sekundenfenster, also die kleben mir gefühlt am Diffusor und jetzt bin ich aus dem DRS-Fenster rausgepurzelt. Da gibt es jetzt kein DRS mehr, Leute. Das ist natürlich bitter. Das ist echt ganz bitter und ich realisiere natürlich auch, dass das am Start und Ziel der Fall sein wird. Hier zieht er vor Ascari, Charles Leclerc vor, aber da können wir gerade noch so. Wir waren vorne, mussten aber dann ein bisschen in die Strecke gehen, zur Erklärung hier. Und da gibt es einen Schlag von hinten. Wir gehen zu viert in Turn 1 rein. Und das müssen wir unbedingt in der Replay dann uns noch einmal angucken. Ich glaube, es war Alex Albon, der auch hier nochmal reingehalten hat. Aber es ging sich halt hier einfach nichts mehr aus. Da müssen wir uns echt das nochmal angucken. Die Verwarnung hier tatsächlich, würde ich mal sagen, haben wir verdient mitgenommen. Und jetzt heißt es natürlich hier Fokus. Wir sind auf dem 7. Platz und da
Das wäre natürlich echt eine geile Leistung. Doch sogar ein Albon hat hier eine ordentliche Pace drauf und der kommt hier angeschossen, Leute. Der kann sich aber noch nicht ganz an uns vorbei robben. Jetzt geht's hier in Ascari rein, spät bremsen. Ich habe nur 17% auf IAS und wir gehen hier aus der Ascari raus, bleiben immer noch diese 2 Zehntel vorne. Aber vielleicht versuchen wir mal was Neues. Ich lasse mal Albon so ein bisschen Passion, Hoffnung, dass der uns da überholen darf. Ist aber jetzt auf der Außenseite, wird hier verhungern. Ich nehme das DRS mit, weil ich beim Messpunkt dahinter war. Und dann heißt es am Start und Ziel, Zähne zusammenbeißen. Perez und Norris mittlerweile über 3 Sekunden weg. Es geht hier Richtung Turn 1. Ich darf meinen Heckflügel klappen, aber auch Charles Leclerc und Alex Albon sind verdammt schnell. Ich probiere hier so ein bisschen den Albon aus dem Konzept zu bringen. Können wir hier Richtung Turn 1 noch einmal was machen und da gehen? Jo. Das war eine ganz, ganz interessante Sache. Ich war hier einfach viel zu spät, dachte mir so, der lässt da innen eine kleine Tür auf und dann war das da quasi ja, der Vorbote, wie Max Verstappen und Lewis Hamilton damals, 2021. Ihr dürft gerne mal bestimmen, ob das so fair war, aber ich glaube, ich kenne die Antwort schon. Denn das war wirklich eine verdammt enge Nummer hier. Das hätte viel schlimmer ausgehen können für meine Seitenkästen, aber auch für den Frontflügel von Charles Leclerc, der mittlerweile auch schon an der Box war. Wir gehen jetzt auch an die Box rein, weil ich will nicht von Leclerc irgendwie an der Oberkarte irgend sonst was werden. Wir waren jetzt mittlerweile in der Box drin, Leute. Der Boxenstopp war sogar in Ordnung. Also der war wirklich brauchbar, würde ich mal sagen. Das ist echt nicht oft der Fall. Charles Leclerc ist jetzt vor uns mal. Aber ich habe irgendwie ja, das Gefühl, dass der dann nochmal an die Box muss. Also hier gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Und da gehen wir hier rein. Und ja, Albon hält hier auch drauf. Da ist ganz klar, ist das ja Albon schuld. Ich kann mich nicht in Luft auflösen. Und da gibt es natürlich auch zu Recht die Verwarnung. Wir gucken uns das hier noch einmal an. Und ich gehe hier an der Außenseite vorbei. Das mittlerweile war hier in Runde Nummer 8. Da ist Leclerc hin. Der hat sich ins Kiesbett verabschiedet, der Dude. Das ist natürlich gar nicht gut für Alex Albon. Und wir gucken uns hier erneut die Replay an. Wir gehen hier gegen den Mercedes und gegen den Red Bull vor. Und können uns hier da gerade noch so vorne halten. Wir sind in Runde Nummer 11 und Carlos Sainz ist vor uns rausgekommen. Doch das wird eine ganz enge Nummer hier. Richtung Turn 1 setzen wir uns jetzt hier neben den Spanier. Quetschen uns hier rein, Leute. Und können doch noch als Sieger rausgehen. Die eine Runde hat es wirklich gebracht. Die wir da wirklich vorher drinnen waren, konnten wir hier auch die Führung quasi uns berauben. Auch Fernando Alonso ist hinter uns rausgekommen. Wir sind auf dem 7. Platz. Und, hä, wie ist das möglich? Alonso ist hinter uns rausgekommen und wir sind trotzdem nur 7. Das müssen wir uns dann noch einmal angucken. Also da bin ich echt ratlos, wie das jetzt auf einmal kommen konnte. Wir sind hier so ein bisschen der rollende Zug. Wir müssen wirklich nur das ERS-Management ordentlich machen. Und vielleicht könnte dann heute wirklich das erste Mal wieder einen riesen Punktevorsprung rausfallen. Hier setzt sich mal Sainz neben uns und an der anderen Seite der Ersten. Aber wir bleiben hier ganz strikt auf unserer Linie in der Mittelbahn und übernehmen auch hier wieder den 7. Platz. Wir sind der Führende dieser riesen Kampfgruppe und ich hoffe natürlich auch, dass ein Carlos Sainz und ein Fernando Alonso jetzt endlich mal auch gegeneinander kämpfen und sich nicht die ganze Zeit gegen mich hier verschwören, während wir hier die Paraboliker wirklich exzellent rauskommen und Richtung Ende der 11. Runde gehen. 7. Platz. Was für ein bombastisches Ergebnis wäre das denn bitte? Aber natürlich ist auch nichts in Stein gemeißelt. Wir gehen hier wieder Richtung Turn 1. Bremsen nicht zu spät. Das ist immer ganz, ganz schlecht. Und wir springen hier erneut in die 13. Runde. Es ist ein Wheel-to-Wheel-Fight hier gegen Yarshal Carlos Sainz. Und jetzt wird es ganz, eine ganz, ganz gravierende Sache, Leute. Ja, ich lenke einfach viel zu früh ein. Und das war dann tatsächlich eine ganz, ganz enge Nummer mit Sainz, dass da nichts passiert ist. Das müssen wir nachher noch einmal analysieren in unserer Replay.
aber wir waren hier wirklich verdammt spät dran. Ich wollte eine ähnliche Sache machen wie vorhin, aber da musst du halt wirklich auch ganz, ganz eisern bleiben. Wir haben hier Lewis Hamilton, der aus dem Rennen ausgeschieden ist, aber auch irgendwie eine Kollision mit Albon hatte. Der ist mit 10 Sekunden Strafe hier unterwegs und wir haben die Red Flag. Erneut eine rote Flagge, Leute. Jetzt heißt noch einmal Daumen drücken für den Restart. Dann ist das bereits unser dritter Satz hier und wir gehen auf Rot. Ich meine, für 4 Runden ist der rote Reifen, denke ich mal, die beste Wahl. Jetzt hier also der Starting Grid. Wir gucken uns das Ganze noch einmal an und fahren mit Traktionskontrolle Mittel. Das wurde umgestellt. Jetzt geht's hier rein in den Starting Grid, Leute. Lights out und let's go. Erneut. Und Lando Norris, der steht tatsächlich. Hier quetschen wir uns zwischen den beiden McLaren durch. Wir wären jetzt aktuell schon auf den 6. Platz. Und keiner hat sich hier für den roten Reifen entschieden. Das ist aber mal eine Riesenüberraschung. Mann, Piastri, was machst du denn hier? Der hält da wirklich wie ein Vollsoziopath drauf, obwohl ich da deutlich vorbei war. Das ist eine... ja, Riesenüberraschung für mich. Wir auch ebenfalls eine Riesenüberraschung, dass niemand auf den roten Reifen gegangen ist. Der hat aber, glaube ich, auch in F1 24 einen eher verhassten, ja, Titel. Wir sind jetzt aktuell auf dem 5. Platz, Leute. Und Albon, der hinter uns ist, der hat sowieso kaum Mitspracherecht. Also der ist sowieso aus diesem Kampf, mal sagen wir, komplett weg. Ich weiß natürlich, dass wir auch am Blatt Papier langsamer sind, theoretisch, als der Williams. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir vielleicht die ein oder andere Kurve jetzt schon nach vorne bleiben können. Die ein oder andere Runde. Perez und Stroll kämpfen wir gegeneinander. Und das um das Podium, Leute. Das wäre wirklich eine ganz verrückte Sache. Im Sprint waren wir schon mal auf dem 3. Platz. Aber ist das jetzt auch hier im Speed of Temple drinnen? Perez geht hier in der Parabolika. Will unbedingt aufs Podium. Der weiß natürlich, was im Spiel steht. Der will hier unnormal schnell am... ja, Spanien vorbei. Wie kann Max Verstappen jetzt die schnellste Rennrunde fahren, obwohl wir alle gestanden sind? Das ist ein Mysterium. Der ist tatsächlich dadurch noch ein paar Zehntel schneller, aber das ist theoretisch unmöglich. Wir setzen uns hier innen rein. Können wir hier mit einem anderen Kurvenwechsel was machen? Lance Stroll, Sergio Perez, beide vor uns, Leute. Das wäre das Podium, während wir uns hier noch einmal ein paar Replays angucken. Wir geben uns hier das Ganze rein und es hat sich eigentlich genauso ergeben, weil, jetzt habe ich sie noch einmal in der Replay gesehen, ich wurde verkeilt von dem ganz linken und dann auch noch von Sainz und dadurch musste ich so ein bisschen diesen ganzen dummen Schlamassel hier durchmachen. Wir gucken uns noch einmal die Start-Replay an, also die beiden McLaren tatsächlich grottenschlecht weggekommen, Piastri aber noch viel besser als Norris, das ist glaube ich auch kein, ja sagen wir mal, keine Überraschung mehr. Hier mussten wir dann, ja, so ein bisschen den Heat einstecken von Piastri, der hier ja so ein bisschen Rambo-mäßig auf den Körper außen gefahren ist. Aber er wusste halt auch nicht, dass ganz innen auch noch Albon war. Jetzt geht's hier weiter, erneut gegen Perez und Lance Stroll. Können wir hier uns was ranziehen? Nein, das funktioniert. Nein, das funktioniert nicht. Stroll deckt hier direkt innen ab und ich kann da wirklich kaum irgendwas machen. Jetzt ist er aber auf der Innenseite, das hat er klug gemacht, denn in Ascari kann ich außen nichts. Ah, Ascari, in der Lesmo hier kann ich außen nichts machen. Aus der Kurve raus, jetzt wird das ganze DRS, aber vor allem auch das DRS verbraucht, aber auch Stroll hat noch DRS und kämpft hier um den 4. Platz tatsächlich. Alex Albon, der will jetzt hier vorbei, wir könnten ihn theoretisch ziehen lassen, aber ich will natürlich an Stroll bzw. auch an Perez vorbei. Hab hier natürlich auch noch die Hoffnung, dass es eventuell aufs Podium geht. Ich habe den theoretisch besten Reifen, den besten, schnellsten Reifen hier, aber es macht für mich absolut keinen Sinn, warum wir hier so mühsam langsam sind im Vergleich zu Strolls gelben, zu Perez gelben und Strolls weißen Reifen. Selbst Albon mit dem weißen Reifen ist teilweise schneller als wir, also dann fehlt es wirklich an der Grundpace des Autos und eben halt nicht an zu manch anderen Dingen. Carlos Sainz haut einfach mal eine Runde raus, die eine Sekunde schneller ist als meine und der Bre fährt zum Vergleich mit dem weißen Reifen. Jetzt hält hier Stroll noch einmal drauf, können wir uns hier als lachender Dritter erweisen? Nein, es reicht nicht. Guckt euch mal an, wie gut die da direkt aus der ersten Kurve, aus dieser ersten Schikane rauskommen. Wir saugen uns hier leicht im Windschatten von Lance Stroll dran. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir nur ein, zwei Kurven uns Zeit lassen, ist das Ganze gegessen. Wir kommen nicht mehr an diesen Jungs dran. Es ist jetzt schon ein Grundabstand von einer halben Sekunde und da werden wir auch nicht mehr viel dran rütteln können. Schade ist es allemal, aber ja, man kann natürlich jetzt auch nicht hier Wunder erwarten. Wir sind in der 19. Runde mittlerweile.
Perez und Stroll kämpfen noch immer noch so ein bisschen gegeneinander. Ich bin aus diesem DRS-Fenster bzw. aus diesem Fight sowieso schon draußen. Wir gehen hier Richtung Ascari noch einmal und der Albon, der will hier vorbei. Nein, kannst du dir denken, der kommt hier nicht vorbei. Da gibt es eine leichte Kollision und wir gehen hier tatsächlich aus der Ascari raus, leicht gerutscht. Aber ja, ich würde mal sagen, auch komplett geschlagen. Albon hier, der will vorbei, der weiß natürlich auch, dass er eine 10 Sekunden Strafe hat. Aber jetzt kommt hier an der Innenseite auch noch Carlos Sainz, der ja vorhin diese Burner mega schnellste Rennrunde rausgeworfen hat. George Russell gewinnt das Rennen. Was für eine unerwartete Wende, weil Max Verstappen eben auch hier eingepatzt hat. Wir gucken hier uns hier ist die karierte Flagge. Hier ist der Sieger namens George. Er hat es geschafft. Russell gewinnt. Nun, am Ende hat sich alles zum Guten gewendet, aber wie wir wissen, war es kein einfacher Start, Sascha. Es war kein leichter Tag, aber ich denke, es zeugt von großer Stärke, wenn man einen solchen Tag übersteht und trotzdem einen Sieg einfährt. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient. Was für ein Ergebnis, Leute. Es ist dann der 5. Platz am Ende geworden mit 10 Punkten. Und da hinten gibt es tatsächlich einen Strafmagel. Mit Albon, Magnussen und Ocon gibt es gleich 3 Leute, die hier in verhängnisvoller, ja sagen wir mal, Tuvabu mit Lewis Hamilton gekommen sind, als der da den DNF hatte vor Ascari. Wir gucken auch hier noch einmal auf die WM und die schaut sehr gut aus für uns. Schnellste Rennrunde holt sich Carlos Sainz, der auch 6. wurde. Und ja, George Russell gewinnt vor Max Verstappen. Wer hätte das gedacht? Tatsächlich dachte ich, das wird eine easy going Durchmarsch für Max. Aber nein, das ist sich dann doch nicht ausgegangen. Wir bleiben hier weiterhin in diesem Fight gegen die Alpine-Jungs drinnen. Und natürlich auch gegen Stroll, der jetzt wieder 2 Punkte aufgeholt hat. Sutherland, hier können wir glücklicherweise beides für uns entscheiden und gucken uns hier noch einmal so ein paar Sachen an. Die werden hier direkt natürlich absolviert und ja, Aerodynamik, wir sind eigentlich generell vom Auto nicht mehr weit weg vom Kick Sauber, aber noch ganz, ganz weit weg vom Red Bull und vom Ferrari. Ich würde mal sagen, für heute soll es das mal gewesen sein. Vielen, vielen Dank für euren Support. Dankeschön fürs Zugucken. Abgenutzte Komponenten werden natürlich auch noch ersetzt. Morgen oder übermorgen geht es dann direkt weiter nach Aserbaidschan, Baku. Da steht auch der nächste, nein, ist kein Sprint mehr, sorry. Da freue ich mich auch auf jeden Fall megamäßig drauf, weil Aserbaidschan ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsstartkurse. Also seid da gern gespannt. Ich kann euch auf jeden Fall versprechen, dass das auch ein sehr, sehr verrücktes Rennen wird. Also guckt gerne oben rechts in die Playlist rein. Oder wenn ihr es nicht mehr aushalten könnt, schaut auch gerne später noch auf TikTok und Instagram vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Für heute soll es das mal gewesen sein. Ich freue mich wirklich. Danke für euren Support, dass ihr bis zum Schluss dran geblieben seid. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.